Hallöle und guten Tag. Der Burg locken höhnisch. Hat er gesagt zu Little Lara? Ja, bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier so schön machen. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ja. Ob sie blutrünstig sind? Ja, der kleine Hase. Und weg ist er. So, was können wir denn hier so allgemein, ne? Wir haben hier auch so eine Ansicht, da hinten müssen wir hin, okay. Aber ich will hier so ein bisschen mal so rumlaufen, ne? Mal, die hat ja mal... Boah, davon träumt ja jedes Kind, ne? Oh, okay, mal hier. Brief von Winston. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Okay, wer ist Winston? Weiß man gar nicht, ne? Wir haben Fähigkeitenpunkt, ne? Was haben wir hier noch Schönes? Eine Wandmalerei von... Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Ja, die hatte ja schon eine blühende Fantasie, ey. Der mit Kleid hier über den Spielplatz, naja, ich weiß ja nicht. Oder Rock, ne? Was ist das? Wurfobjekte. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber... Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Sie entdeckt merkwürdige Hieroglyphen. Vielleicht Hinweise zum verbotenen Grab? Eine blühende Fantasie, ey. Okay. Er will die Vögel aufschrecken, ne? Naja, eigentlich wäre er tot, ne? Also, ich weiß ja nicht. Was machen wir jetzt hier? Okay. Hier Schubkarren und all sowas. Ah, da könnten wir gleich hoch, aber ich will erstmal hier rüber. Okay, ist ja auch schon mega geil, ne? Konnte sie das schon? Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Okay. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Wie kommen wir da ran? Okay, was haben wir jetzt immer? Verstehe ich nicht. Okay. Das hat nicht gereicht. Was soll ich denn hier machen? Ah, nee. Müssen wir hier irgendwie raufklettern oder was? Nee. Hä? Ich glaube, ich brauche so eine Kugel nochmal. Weiß es aber nicht so richtig. Oh, Katze. Oh, guck mal, hier unten ist ja auch noch was. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Die hat schon eine Macke, ey. So. Gib mir mal. Was ist das hier? Auch noch eine geheime Kiste? Werkzeug haben wir. So, vielleicht kriegen wir das jetzt runter. Ich weiß nicht so richtig, was wir an. Oh, okay. Das geht nicht so. Hey.
Ja, das müsste ja jetzt reichen hier, ne? Aber die Frage ist... Ah, okay. Was Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Ah, geile Sache. Was haben wir denn? Der Schatz tritt zutage. Ich glaube, das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Was ist denn für versteckte Informationen hier? Das ist nicht fair. Warum musste sie nur sterben? Ja. So, das Geheimnis haben wir ja. Jetzt können wir hier runterrutschen. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Ist das eine verrückte Maus, ne? So, hier haben wir noch was. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Das Winston scheint hier Bediensteter, hier der Butler zu sein oder so. Ne? Glaube ich zumindest. Vielleicht kriegen wir das noch oder stellen wir das noch fest. Mich interessiert die Arbeit, jede Publicity. Mich interessiert die Arbeit, jede Publicity. Der wiederholt sich, ne? Mich hier irgendwie hochklettern oder so? Wahrscheinlich schon, ne? Aber ich weiß noch nicht so richtig. Okay. Ist das hier blut? Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Okay, alles klar. Ja, hier kommen wir, so kommen wir nicht hoch. Ja, wahrscheinlich hier, ne? Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Alter Schwede. Ja. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Süß, ne? Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Verrückte. Also für, ich sag mal, die ist ja so schon gefloppt, ne? Aber so als Kind ist das natürlich der auch... Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Irgendwas stimmt damit der nicht, ne? Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Der bricht doch ab, ey. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Ist die bekloppt, ey? Nicht erlauben, ne? Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran.
Aha, ah ja. Fast geschafft. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die hat echt komische Spiele. Die Rüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, dass wir hier noch ein bisschen abwärts, ja. Mehr als sonst. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Kriegt keiner mit, dass das da so poltert? Okay. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Ja, Mathe ist ja auch fast so gefährlich, ne? Also. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt das Schachfeld hier wichtig ist. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Okay. Harnisch. Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Ja, aber jetzt alles hier durchlesen will ich auch nicht. Da gucken wir mal lieber jetzt. Wie war das jetzt nochmal? Ich hatte doch irgendwas hier, irgendwas hat sie vorgelesen. Das hier. 30 Nord und 90 Ost. Okay, 30 Nord. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier gleich passiert. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Geschafft! Aha. Okay. Wollte schon sagen.
kann ich auch weitermachen. Croft hat das Verbotene mit Zeit. Wo ist die weiße Königin? Da hinten ist irgendwas hier. Gucken wir mal das hier. Brief von Dad an einen. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Komisch, dass so eine Briefe überall da liegen, ne? Ein Tyrannosaurus Rex, Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ah, schon geile Sachen, die hier rumstehen. Wie gesagt, ich will nicht alles angucken, ne? Aber das ist schon... Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ja, ist aber schon beeindruckend. Also wenn ich das hier gefunden hätte, dann... Wo ist die weiße Königin? Naja, wahrscheinlich müssen wir hier jetzt irgendwas noch machen. Die Flügel entfalten sich. Wo ist die weiße Königin? Okay, ich weiß noch nicht so richtig, was wir da unten machen müssen, aber irgendwas wird ja angeleuchtet. Ja, also auf jeden Fall müssen wir den hier dahin schieben, ne? Den hier und den anderen. So, und da wäre ja eigentlich mal gut, wenn wir den jetzt so sagen, hier, los, komm. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Naja, aber das war jetzt vielleicht nicht so der coolste von allen. So viel hier Mist wegräumen. Die Frage ist hier bei den anderen, wir sollen da in die Mitte laufen. Da sind ja eigentlich alle gleich. Gut. Meinst du, die findet denn Informationen zur Mutter? Könnte eigentlich so sein, ne? So, den jetzt noch zur Seite hier. Den hier noch weg. Und dann können wir den Süßen da hinschieben, ne? Na. Weg freigeräumt. Musik erinnert mich ein bisschen an The Witcher, ey. Nur so ein bisschen. So, auf geht er. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Ich muss die weiße Königin befreien. Warum wird das hier jetzt? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Naja, aber wir kriegen... Ich muss die weiße Königin befreien. Achso, dann muss ich den wahrscheinlich wieder zurückstellen, ne? Jetzt kann ich sie befreien. Ja. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Ja, klar. Ja, sowas habe ich auch in meinem Wohnzimmer, ne?
Das ist dann jeden Morgen, um Kaffee zu machen, muss ich auch sowas machen. So ungefähr. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Jetzt kommt der Vater. Mamas Tagebuch. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Also man kann ja so ein bisschen verstehen, ne? Das Problem vom Vater, ne? Diese Besessenheit, dieses also dass sie aufgrund seines Todes da versessen ist, ist nachzuvollziehen, ne? Aber was man so im Leben verpasst, ist natürlich dann auch so eine andere Sache. So, wir haben hier, da können wir ein bisschen was ändern anscheinend, ne? Uiuiui, wir können jetzt das Leopardengedöns rüberziehen. Das ist natürlich auch ein bisschen sehr, sehr geil. Sind Sie sicher, dass Sie herstellen möchten? Nö. Das zeigt sich mal von hinten. Ja, ist ein bisschen kurz geworden, ne? Aber naja. Vorteile: Torso, keine Vorteile. Beine, lautlose Bewegung. Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Mhm. Cool, das machen wir so. Gut. So, auf geht er. Jetzt können wir hier, ach so, Fähigkeiten jetzt auch mittlerweile. Wir haben ja 2 Punkte, was richtig gut ist. Nest der Viper erhöht die Menge an menschlich gemachten Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Ja, das ist immer gut. So, das werden wir jetzt mal so machen, ob wir alles so oder so hinkriegen, das haben wir dahingestellt. Aber wir wollen noch ein bisschen gucken, wie es jetzt weitergeht, ne? Wo die Zwillinge sich finden. Oh, ich habe so ein bisschen Schluck. Doof. Also wenn ihr jetzt in einem Grunzen 4. Entschuldigung.
Ich war's. Ah, voll. So, wollen wir jetzt oder was? Bist du bereit? Denn auf geht er. Welcome to the dichten Dschungel. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier nur einen Typen gibt, hier eigentlich, ist ziemlich gering. Wir müssen da hinten hin, aber ich weiß jetzt nicht, kommen wir nicht von hier? Ah, da ist noch eine Schatulle. Hier ist auch noch irgendwas eingegraben. Aha. Jagen, erlegen sie und häuten sie Tiere um Ressourcen, bla bla bla. So, ein bisschen Stoff hier. Videokamera. Oh. Das ist eine Kamera der X700-Serie. Mhm. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren. Okay. Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden. Findest du? Ich finde, das sieht einfach nur dreckig aus. So, die Frage ist ja auch, wenn wir hier jetzt schon mal so sind, ne? Die Karte. Ja, wir haben so. Jetzt eine richtige Karte haben wir ja nicht. Ja, bleibt jetzt da oben stehen. Ich würde hier gerne so ein bisschen noch. Hey, Moment mal, wir sind ja hier beim Absturz. Ich konnte da irgendwo hier jetzt noch in eine Katakomben rein, ne? Und Gold irgendwie holen. War das nicht hier irgendwo? Was soll das denn? Aha. Was war denn das für ein Ausfall seitwärtsschritt, ey? Manchmal fühle ich mich ja schon ein bisschen minimal verarscht. So. Kommst du doch hier irgendwo hin, oder nicht? Nicht? Ja, so komisch, dass ich vorhin. Artefakte. Ah, hier ist die Karte. Wollte ich schon sagen. Hier. Da war da noch irgendwas drin, oder nicht? Grab. Bin mir richtig sicher, dass da was drin war. So, da oben. Naja, von da will ich ja irgendwie rankommen. Wenn es nur ein Stück Gold war, ne? Tja. Ich weiß, wir waren hier schon mal drin, aber ich habe ja gesagt, du würdest ja alles so haben. Das ist eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich erpicht drauf bin, alles zu finden und alles zu machen. Das war ja nicht so schön. Ich nehme die Kräuter mal mit, ne? Wer weiß, wozu die alle sind. Ja, erstmal den Zopf ausfringen. Mach ich auch mal, jeden Tag. Okay? Die haben mal ein schönes Rätsel. Glaube ich zumindest. Okay.
Dann sagt ihr mal was dazu. Eine Darstellung Apuks, des Totengottes und Herrschers über Midnal. Die neunte und schrecklichste Ebene der Maya-Version der Hölle. Okay. Apuk hüllte sich gerne in verwesendes Fleisch, um dann an der Oberfläche Jagd auf die Lebenden zu machen. Der Legende nach konnte man sich nur vor ihm retten, indem man schrie, als würde man unerträgliche Qualen erleiden. Er dachte dann, man würde bereits von einem seiner Helfer gefoltert und ließ einen in Ruhe. Wie passend, dass sein Botendämon eine Kreischeule namens Muan war. Okay. Alles klar, die hatten sehr viel Fantasie. So, wir gucken uns beim nächsten Mal die Höhle an. Bis dann, ciao.